Zugeschaltet ist jetzt der Epidemiologe Professor Timo Ulrichs. Herr Professor Ulrich, also sollte da jetzt nicht viel mehr gelockert werden? Wie müssen wir diese Worte des Bundesgesundheitsministers aus medizinischer Sicht interpretieren? Ja, also zunächst mal ist das ja eine sehr gute Nachricht, dass wir tatsächlich etwas weiter schon sind mit der Durchimpfungskampagne als eigentlich gedacht. Das bedeutet, dass die Zahlen, die wir zurzeit sehen, auch diesen Hintergrund haben, dass die Durchimpfungskampagne auch epidemiologisch wirksam wird. Das heißt, diese sich aufbauende vierte Welle dümpelt ja ziemlich stabil bei einem Wert herum und geht eben nicht noch weiter in die Höhe, obwohl wir ja bereits Lockerungen mitgemacht haben. Und das bedeutet wiederum, dass das Virus jetzt in der Ausbreitung eben nicht mehr viele noch empfängliche Menschen trifft. Viele haben schon die vollständige Impfung und eben andere sind schon mal mit einer Infektion dabei gewesen. Das heißt, das gibt dann insgesamt eine Stabilisierung und wir sehen, dass die Durchimpfungskampagne wirkt. Und jetzt mit Bezug auf, was jetzt noch vor uns liegt, wäre ich halt ein bisschen vorsichtig, jetzt eben die Konsequenz daraus zu ziehen, dass wir jetzt alles lockern und dann eben quasi ungeschützt in den Herbst und Winter gehen. Wir sollten das noch genauer beobachten und abwarten und noch nicht sofort sagen, wir machen jetzt hier so eine Art Freedom Day, wie das die Briten gemacht haben, oder wir heben alles auf wie die Dänen. Dazu müssen wir erst noch mal die Situation etwas genauer beobachten. Aber ich würde trotzdem noch mal darauf eingehen wollen, wo wir denn jetzt dann die Schraube, die Corona-Schraube ein bisschen lockern können. Ist es denn zum Beispiel jetzt noch sinnvoll, dass wir auf Bahngleisen eine Maske tragen müssen, auch wenn der Bahnsteig im Freien liegt? Ja, da haben Sie völlig recht. Da könnte man am ehesten sagen, das machen wir etwas lockerer. Allerdings in Innenräumen, auch im öffentlichen Nahverkehr, weil ja jetzt auch weniger die Fenster offen sind bei fahrenden Zügen, da sollte man dann tatsächlich mit der Maske noch weiter dabei sein. Insgesamt könnte man in der Tat im Außenbereich da mit Lockerungen vorangehen. Ansonsten aber eben darauf achten, dass alle, die noch nicht geimpft werden können, also zum Beispiel die Kinder von 0 bis 12, dass die immer noch weiter geschützt bleiben und dass die Hygienekonzepte eben gut noch durchgehalten werden. Man kann zwar innerhalb von Klassenräumen auch die Maskenpflicht sein lassen, aber bei weiteren Kontakten da drin und vor allen Dingen auch bei den Kontakten zu noch nicht geimpften Erwachsenen sollte man da vorsichtig sein, damit wir nicht solche Ausbrüche erleben, wie jetzt auch schon letztlich beschrieben. Noch mal ganz kurz auf die Kinder eingehend, aber in den Pausen auf dem Schulhof könnte man das Ganze dann auch lockerer handhaben demnach. Ja, allerdings muss man eben sehen, dass da, also weil das ja eben eine Gemeinschaft ist, wo eben noch nicht gut geimpft worden ist, gerade bei den Kleinen, da sollte man darauf achten, dass das sich nicht schnell ausbreiten kann. Da gibt es ja einige Schulen, die davon schon betroffen waren. Wichtiger wäre eigentlich, dass man die Erwachsenen drumherum alle impfen würde. Und da gibt es ja auch ganz gute Zahlen, dass eben das Lehrpersonal in den Schulen weitestgehend durchgeimpft ist. Und das gibt natürlich noch eine weitere Sicherheit. Also insgesamt, was Lockerungen angeht, fahren wir ja schon ganz gut. Wir sollten aber eben jetzt nicht die Masken alle wegwerfen und sagen, jetzt das war's, sondern da sollten wir einfach noch vorsichtig in den Winter reingehen. Und dann können wir aber auch zuversichtlich sein, dass also so Richtung Februar, März die ganze Sache dann vorbei sein wird. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das überhaupt passieren konnte, dass Umfragen jetzt andere Ergebnisse liefern als die Statistiken des Gesundheitsämter, der Gesundheitsämter? Hat man da einfach nicht richtig mitgezählt? Ja, das ist eine gute Frage. Also es sind ja sehr viele Orte, wo geimpft wurde und die melden unterschiedlich schnell und auch unterschiedlich stark. Und das kann dann eben zusammenkommen. Wir hatten diese Meldung ja schon einmal, dass das Robert-Koch-Institut dann nicht den kompletten Überblick hat, auch zeitnah, wie viel denn nun schon tatsächlich geimpft worden ist. Das kann man nochmal abgleichen, wie jetzt ja gerade geschehen, indem man diese Umfragen nochmal macht und dann da das Ganze gut hochrechnen kann, wie die tatsächliche Durchimpfungslage ist. Wir sehen aber ja auch noch, und das zeigen diese Zahlen ja auch, eine gewisse Heterogenität. Also im Westen und Norden gibt es mehr Geimpfte anteilig und im Osten eben noch etwas weniger. Also das heißt, da sollte man durchaus auch nicht nachlassen mit den Impfangeboten, sodass wir da möglichst gut auch flächendeckend aufgestellt sind gegen das Virus. Vielen Dank, Professor Ulrichs, für diese Einordnung. Dankeschön. Sehr gerne.